Es gibt heute Abend bzw. heute Nacht zwei Nachrichten, die ganz besonders entweder für Entsetzen oder für sehr große Diskussionen sorgen. Diese beiden Nachrichten könnte man analysieren und kommentieren, aber zusammen ergeben sie ein ganz anderes Bild. Und zwar ein Bild des geplanten Chaos, der Desolation, des Zusammenbruches des deutschen Staates bzw. der deutschen Institution. Und das Schlimme, man hat den Eindruck, das Ganze ist ja eigentlich gar nicht so chaotisch. Das Ganze scheint irgendwie geplant bzw. gesteuert zu sein. Denn diese beiden Nachrichten, ich werde sie gleich erwähnen, diese beiden Nachrichten fügen sich in eine große Sequenz, in eine lange Sequenz von solchen Nachrichten, die, wie gesagt, entweder für Entsetzen sorgen oder eben für riesige Diskussionen. Und man hat den Eindruck, dass der deutsche Staat sich selbst demoliert. Das ist das Gefühl, was man hat. Man hat den Eindruck, dass wir in einem Selbstzerstörungsprozess sind, in einem Selbstzerstörungsprozess des deutschen Staates uns befinden, insbesondere angetrieben durch die Ampelregierung. Ich fange bei der schrecklichsten Nachricht von diesen beiden, also das haben Sie wahrscheinlich schon mitgekriegt, und zwar es ist ein Somalier, der mit 111 Stichen seinen Nachbarn erstochen hat, ermordet hat und ihn danach geköpft hat. Ich lese ja kurz aus T-Online, er stach 111 Mal auf sein Opfer ein. Gefährlicher Psychiatrieinsasse flieht bei Freigang. Woanders steht, dass er in Somalia ist, in T-Online ist das immer noch nicht erschienen. Die Polizei fahndet nach Mohamed Said Mursal. Der 24-Jährige ist bei einem Freigang geflohen und gilt als äußerst gefährlich. Ja, und da fragt sich jeder, ja, warum kann eine Person, die als äußerst gefährlich eingestuft ist, ja, die außerdem noch offensichtlich geistesgestört, also zumindest so wurde eingestuft, als geistesgestört, ja, wer kann so eine Person Freigang haben? Ja, und jetzt ist natürlich die Polizei entsetzt und sagt, ja, das ist doch schrecklich, wir müssen da unbedingt was machen, wir müssen warnen, weil er tatsächlich äußerst gefährlich ist. Ja. Ein beunruhigender Vorfall erschüttert derzeit Niederbayern. Der 24-jährige Mursal Mohamed Said ist wegen eines Freigangs in Plattling entkommen. Die Polizei hat eine umfangreiche Fahndung nach dem als äußerst gefährlich eingestuften Somaliers eingeleitet. Und da ist die Wirkung oder die Reaktion der Leute besteht aus zwei Aspekten. Das eine ist, ja, wie kann es sein? Aber die andere ist, irgendwie passt das zusammen zu dem, was wir ja eigentlich jeden Tag erleben. Ja? Also vor wenigen Tagen gab es ja diesen Fall dieser 14-köpfigen syrischen Familie, wo 10 Mitglieder kriminell sind. Und die letzte Kriminaltat war eben eine Messerstecherei. Schon 10 von diesen Familienmitgliedern hatten Probleme mit der Polizei. Etliche davon waren schon im Gefängnis. Ja, und die sind da immer noch. Die leben da, die werden nicht abgeschoben. Die sind da immer noch da. Ja, und es passiert irgendwie nicht. Ja? Das heißt, es gibt diese riesige Erschütterung, aber dann passiert eben trotzdem nicht. Und dann kommt, in ein paar Tagen gibt es wieder so einen Fall und wieder so einen Fall und wieder so einen Fall. Und dann gewöhnen sich die Leute an diesen Chaoszustand. Ja? Und da gibt es so eine gewisse Logik, ja, in dieser Fortsetzung dieser Fälle, wo die Leute sich denken, irgendwie, ja, das ist offensichtlich die neue Realität, das ist der neue Alltag. Oder man geht einen Schritt weiter und man fragt sich, ist das tatsächlich nicht so gewollt? Wollen Leute vielleicht, dass hier eben die ganze öffentliche Ordnung zerstört wird? Ja? Dass eben die Leute sich daran gewöhnen, dass dieser chaotische Zustand eigentlich der Normalfall ist. Ja? Dass eben solche Fälle existieren und es passiert nichts. Ja? Es passiert natürlich irre viel bei den Rechtsradikalen, da werden Zeitschriften verboten und was weiß ich was alles. Aber diese extremen Gewaltausübungen, die setzen sich fort und fort und fort und irgendetwas wird sich da nicht relevant ändern. Ja, das ist das Gefühl, was sich immer mehr bei den Leuten einschleicht. Das heißt, die Menschen gewöhnen sich daran, in einem Zustand des Chaos zu leben, der unmittelbaren Gewalt, der permanenten Unsicherheit. Ja. Wir leben immer mehr in einer dystopischen Gesellschaft. Ja. Das heißt, diese ganzen Romane, die Panem-Spiele und so, ja, oder andere Dystopien,
Mad Max und so, ja, die werden veraltet allmählich, weil die Realität, ja, ist mehr als das, was in diesen Filmen gezeigt worden ist, ja. Und das wird immer mehr eben zum Alltag, und Entschuldigung, die Menschen gewöhnen sich dran. Und wir haben jetzt eine weitere Nachricht, und zwar ist mal wieder unser guter Freund Wolfgang Kubicki, der Vizepräsident des Deutschen Bundestages, Mitglied von der FDP. Er hat sich diese ganzen RKI-Files angeschaut, durchgelesen und hat einen sehr langen Bericht darüber geschrieben. Ich verlinke in der Beschreibung, dann können Sie das selber lesen. Ja, aber am Ende kommt er zum Schluss, Karl Lauterbach muss zurücktreten. Das heißt, das ist ähnlich wie dieser ganze Fall mit diesem Somalia, denn wir haben es ständig mit solchen Vorwürfen an die Ampelregierung beziehungsweise an die Grünen, an die SPD und so weiter. Immer wieder wird ihnen gesagt, pass auf, ihr missachtet das Grundgesetz. Da kommt Christian Lindner das gesagt, Wolfgang Kubicki hat das jetzt wieder gesagt. Jetzt sagt er, aha, ich habe diese RKI-Files gelesen und es ist völlig klar, das Bundesgesundheitsministerium hat gehandelt und es war ihm völlig egal, was ihm die Wissenschaftler gesagt haben, Robert-Koch-Institut, das ist ihnen völlig egal. Ja, das heißt, sie haben völlig willkürlich und damit autokratisch gehandelt. Und die einzige Schlussfolgerung davon kann sein, eben, dass Karl Lauterbach eben zurücktritt. Und das ist wieder auch so eine Art Chaos, aber der irgendwie eingegrenzt wird. Ja? Das heißt, wir haben die wüsten Beschimpfungen, ja? Missachtung des Grundgesetzes, ja? Gesetze, die erlassen werden, die zur Lüge zwingen, zum Beispiel das Selbstbestimmungsgesetz, ja. Dann jetzt diese Geschichte mit den RKI-Files. Wir haben das systematisch immer wieder, aber es passiert nicht etwas Wirkliches, ja. Es passiert nicht irgendetwas, wo es dann knallt, ja, aber dann, wo die Luft sozusagen bereinigt wird. Nein, das passiert nicht, sondern es bleibt so, ja. Das heißt, man kann sich vorstellen, in einem Monat wird es nochmal so einen Fall geben, dann kommt wieder Wolfgang Kubicki oder nochmal Christian Lindner, ja, und die sagen, pass auf, ihr respektiert das Grundgesetz nicht, ihr missachtet die Urteile des Bundesverfassungsgerichtes. Es gibt eine ganze Reihe von Gesetzen der Grünen in der Pipeline, die ganz klar so vorgehen, zum Beispiel die Abschaffung von Paragraph 218, ja. Es gibt eine ganze Reihe von Gesetzen, die wahrscheinlich angefochten werden, zum Beispiel die ganzen Bannmeilen für Lebensrechtler. Und es bleibt aber trotzdem so irgendwie bestehen. Das heißt, es ist sowas wie eine Art gesteuertes Chaos, ja. Das heißt, es ist eine chaotische Situation, aber die nicht so schlimm wird, dass alles zusammenbricht. Aber im Grunde genommen bricht alles zusammen und zwar langsam. Das heißt, wir haben eine im Grunde genommen so eine Art Demolition eines Riesengebäudes. Das ist die deutsche Institutionalität und peu à peu geht alles total den Bach runter, aber in einem Maße, wo eben kein richtiger Aufruhr ist, ja, wo kein richtiger Widerstand ist, wo die Leute nicht sagen, so geht das nicht, ihr zerstört eigentlich Deutschland, ja, das passiert nicht, weil immer wieder kommt dann wieder Nancy Faeser und verbietet dann irgendwie eine Moschee, einen Islamistenverein oder ein paar Rechte oder ein paar Linksradikale, okay, und dann sagen die Leute, okay, die machen ja doch was, aber insgesamt hat man den Eindruck einer geplanten Demontage der deutschen Institutionalität. Und das sind diese beiden Nachrichten, wenn man die zusammensetzt, ja, hat man den Eindruck, es wird sich nichts richtig verändern. Ja? Also dieser Somalier wird wahrscheinlich irgendwann mal gefasst, dann kommt er wieder in die Psychiatrie und dann ist das Thema wieder erledigt. Ja? Und die FDP wird wahrscheinlich nicht aus der Ampelkoalition heraustreten. Es wird alles irgendwie wieder seinen Weg finden. So, und das insgesamt entwickelt in den Menschen ein Gefühl des absoluten Chaos, aber des geplanten Chaos, des langsamen Chaos, der langsamen Zersetzung von allen Institutionen. Und zum Schluss frage ich Sie, ja, bin ich so pessimistisch? Halten Sie tatsächlich mein Bild einer Dystopie, einer realen Dystopie tatsächlich eben für übertrieben? Das würde mich wirklich interessieren. Das ist mein sehr starkes Gefühl, wenn ich eigentlich jeden Tag diese Nachrichten über diese ganzen Messerstechereien, über die ganzen Streitigkeiten innerhalb der Ampelregierung, über die ganzen Verletzungen des Grundgesetzes sehe und so weiter. Aber es bleibt alles innerhalb einer gewissen, ja, eines gewissen Ordnungsrahmens. Es ist ein Chaos, ein geplanter Chaos, ja, eine Demolition in langsamen Zügen. Ja, das ist mein Eindruck, mein sehr starker Eindruck. Aber vielleicht irre ich mich.
Ich würde mich freuen, wenn Sie kommentieren würden, was ist Ihr Gefühl, wenn Sie diese ganzen Nachrichten jeden Tag und jeden Tag von neuem wiederlesen. Vielen Dank.